was dann dabei rauskam. Also ich kann das wirklich nicht gutheißen. Das mit der Programmbeschwerde ist ja längst gelaufen und ja, ich glaube oder ich hoffe mal, dass so etwas nicht wieder passiert. Ich persönlich bin dann auch kein Experte in dem Sinne, dass ich da genaueres zu sagen kann. Das war jetzt, wie gesagt, wieder mal so, nur so eine eigene Meinung und ja. Dann ganz kurz mal gucken. F3, ich bin auf Layer 28. Jetzt habe ich außerdem einen Screenshot gemacht, worden beabsichtigt. Ich kontrolliere halt nebenbei mal gerade, auf welchem Layer ich bin. Ich denke mal, das kann ich jetzt machen, dem Let's Play F3-Tasten. Oh, cheaten, oh nein. Das kann man mir hoffentlich gerade mal verzeihen. So, dann müssen wir uns noch ein kleines bisschen nach unten butteln. Und ja, also RTL, schlimme Geschichte. RTL und F3, ha, bisschen Fastbild gerade, nee. Ja, das geht gar nicht. Und eine Sache wollte ich auch noch ansprechen, was ich jetzt noch versprochen hatte unter einem anderen Kommentar, weil ich gesagt hatte, ich hatte eigentlich alle Themen durch, Ansprechthemen, aber ich hatte sie nicht durch, glaube ich. Vielleicht habe ich es irgendwie vergessen oder vielleicht hatte ich schon gesagt, ich weiß es gerade nicht, was ich zu Graffiti halte. Oder was ich davon halte, so rum. Ja, was soll ich sagen? Ich habe damit eigentlich so ziemlich gar nichts zu tun. Vielleicht mal irgendwo mal gesehen. Eigentlich, ob ich oder also ich das gut finde oder was ich dazu denke. Ich denke schon, dass es Kunst ist, allerdings auf den geeigneten Flächen dafür. Also irgendwo an speziellen Häusern oder Hauswänden einfach so mal bei fremden Leuten was anbringen. Es ist eigentlich, das ist in dem Fall schon Sachbeschädigung. Aber einfach, wenn jemand darin gut ist und das auf extra Flächen dafür macht, dann ist das doch wunderbar. Es ist Kunst, es ist wie Malen. Hallo, ist doch wunderbar. Also von daher, das wäre eigentlich dann schon ein dickes Plus. Allerdings, wenn man es einfach so irgendwo verwendet und damit Sachschäden vor allen Dingen anrichtet, da derjenige, dem die Mauer gehört, nicht unbedingt da auch was drauf haben möchte, dann ist das eher schlecht. Also wie gesagt, so eine ganz gute professionelle Meinung dazu habe ich nicht. Ich habe damit nichts zu tun, absolut nichts. Und deshalb, ja, das war mein glitzekleines, ganz kurzes Statement dazu. Und ja, falls ich dann Bezug zu RTL noch irgendwas vergessen habe, keine Ahnung, vielleicht tröstet es euch ja, wenn ich sage, dass ich RTL nicht schaue. Ich schaue eigentlich gar kein Fernsehen, auch in letzter Zeit nicht. Wenn ich irgendwelche Filme schaue, dann entweder DVDs oder sonst irgendwas. Aber das normale Fernsehprogramm eigentlich nicht. Komme ich gar nicht irgendwie gar nicht dazu. Ich habe auch gar nicht die Lust, mich davor zu setzen. Also ich habe schon ewig eigentlich kein Fernsehen mehr geschaut. Ich habe nicht mal einen eigenen Fernseher bei mir zu Hause im Zimmer stehen. Ja, so ist ja nicht. Also bei mir im Zimmer steht kein Fernseher. Und oh, da hätten wir schon mal das erste Goldsteckchen gleich geholt. Und was heißt Steckchen? Das erste kleine Goldplätzchen. Blöckchen. Und da kommt ein bisschen was zusammen. Das können wir gut vielleicht für Schienen gebrauchen. Mal sehen. Vielleicht können wir auch ein Schienensystem in der Hölle dann machen. Das hätte ich jetzt vielleicht gemacht, wenn ich genug Gold hätte. Aber habe ich ja nicht. Und ja, jetzt muss ich mal sehen, wie ich jetzt hier so die nächsten Folgen dann verbringe. Ich werde einfach mal eine klitzekleine Mine anlegen. Ein bisschen durcheiern. Versuchen ein bisschen zu unterhalten. Ich weiß nicht, ob es langweilig in dem Sinne erscheint, wenn ich dann einfach nur vor mir hin quatsche und hier so ein bisschen was rumgrabe. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ist in dem Fall nichts Besseres eingefallen und extra neue Wünsche zum Einreichen, das wäre in diesem Sinne vielleicht auch nicht sonderlich gut. Oh, da ist Bedrock, wir sind also angelangt. Ja, wie gesagt, ich versuche nur so ganz kurz jetzt so einen ganz kurzen Schritt ein bisschen was aufzunehmen und dann, dass das eigentlich relativ zeitnah gut funktioniert. Dann hebe ich jetzt gerade mal hier ein bisschen was aus, mach's mal drei Felder hoch und sorge mal dafür, dass wir jetzt hier ein kleines Räumchen haben, wo wir Minenschächte anlegen. Und ja, in meinem Tutorial, wo ich das gemacht hatte, über Minen, wie man Rohstoffe richtig sammelt, oder wie ich finde, dass man Rohstoffe richtig sammelt, das war ja so ein eigene Meinung-Video. Ich hatte ja mal drei Blöcke Abstand gelassen, ich kann es jetzt mal mit nur zwei machen, das ist auch egal, ich mach's mal mit nur zwei. Und, oder? Nee, ich mach's mit drei, genau, dann, ja, bleibe ich mir selbst treu, ich mach's mit drei, genau. Ist das so im Dunkel oder ist das so weit weg, dass ich nicht mehr sehe? Es kann sein, dass draußen schon wieder Nacht ist. Weiß ich jetzt gerade nicht. Naja, jetzt haben wir jedenfalls so einen kleinen Zwischenraum hier gestaltet. Und ich werde jetzt hier mal Minenschächte anlegen, die zum Beispiel jetzt mal hier entlang laufen. Also hier wäre praktisch Minenschacht 1. Und ich bin gerade überlegen, ob ich hier die Diamantenspitzhacke verheizen soll. Deswegen. Also eigentlich ist es ja so, dass man auf eine Diamantenspitzhacke locker das Ganze wieder rausbekommt. Weil man mehr Diamanten bekommt als nur drei mit einer Diamantenspitzhacke. Die könnte ich vielleicht verheizen und dann gucken wir mal. 1, 2, ganz einfach nochmal 3 Abstand aus dem Grund, wenn hier nämlich nichts ist, das heißt, dass hier ist einer, zum Beispiel irgendein Rohstoff, jetzt irgendwo ganz weit hinten kann das sein. Und die Rohstoffe treten meistens immer in Zweiergrüppchen auf, das heißt,
zwei Blöcke nebeneinander. Und wenn ich dann hier wieder den nächsten Gang mache, dann sehe ich das ja hier, weil hier die zwei nebeneinander sind, hier sehe ich es nicht. Oder halt hier sehe ich es nicht und hier sind zwei nebeneinander und dann kann ich von der Seite an hier gucken. Deshalb lasse ich mal 3 jetzt Abstand, sage ich jetzt mal so. Und hier 1, 2, 3, lasse ich auch Abstand, ziehe mal hier durch. Ich mache jetzt mal 4 Minenschächte und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Vielleicht wird es ja mal was Interessantes. Ich befinde mich jetzt auf Layer 6. Achtung, kurzer Test. Ich bin nicht auf Layer 6, ja 6,62, aber die Figur ist ja auch ein bisschen was hoch. Okay, eigentlich sind es 5, weil die Figur ist dann 1,62 ungefähr hoch. Etwas weniger als 2 Blöcke und ja, dann grabe ich mich einfach mal so zielgerecht hier so geradeaus nach vorne durch und la 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 und ich habe schon Redstone gerade gesehen, so ist es ja nicht, ich weiß jetzt nicht, ob es zu dunkel ist, ich muss halt ein bisschen Fackeln setzen, ich wollte auch nicht so weit jetzt gerade reingraben, mal kurz gucken, 4 kleine Schächtchen und dann geht es weiter. Ja, als Themen hatte ich glaube ich noch was, mir ist es gerade wieder entfallen, ich habe es mir auch gerade nicht aufgeschrieben, schade, schade, schade. Gold, das geht ja richtig fix hier. Wunderbar eigentlich. Wenn ich genug Gold habe, dann können wir doch wohl ein kleines Schienensystem anlegen. Und ja, ich ziehe einfach mal durch. Die Rohstoffe an den Seiten lasse ich gerade einfach mal da, wo sie sind. Über mir ist gerade Eisen. Ihr müsst immer aufpassen, wenn ihr am Minen seid, dass über euch sich auch Eisenspots oder irgendwas anderes befindet. Also hier oben, das sieht man meistens schlecht an der Decke. Aber da findet man doch das ein oder andere noch. Und ja, so habe ich natürlich auf meiner Let's Show-Welt dann, wo ich die ganzen Tutorials mache, gefarmt und die ganzen Rohstoffe gesammelt. Das Minensystem, was ich dort angelegt habe, könnt ihr in dem Tutorial sehen zu dem Mining. Das ja, werdet ihr auch im Kanal finden. Wer dann Lust hat, kann da mal reinschauen. Und ja, ich finde es gerade ein bisschen doof, weil ich vergessen hätte, welche Themen ich ansprechen wollte. Eventuell müsst ihr gleich nochmal kurz oder schon wieder den ersten Aufnahmestopp machen. Vielleicht habe ich auch schon wieder genügend Material zusammen. Und ich warte kurz, bis der Kohlespot hier vorbei ist, dann stoppe ich kurz diesen Minenschacht hier und werde das Ganze mal abbauen. Alles, was ich jetzt hier schon gesammelt habe oder gefarmt habe, mal kurz gucken. Das Inventar ist mal wieder voll. Mal voll, voll, voll. Die Erde könnte ich mal kurz raustun. Und habe ich eigentlich noch Platz für Kohle? Achso, ja, da habe ich ja einen Stack drin. Gut, das geht ja. Ne, ich wollte nur kurz hier vorbeifahren und das ganze Zeug jetzt einsammeln. Dann gehe ich nochmal ganz kurz raus und stopp wieder mal die Aufnahme, weil vielleicht habe ich ja schon genug Videomaterial zusammen, um dann den nächsten Aufnahmestart zu machen beim Update 1.8. Wer weiß, vielleicht kommt es ja raus, vielleicht auch nicht die nächsten Tage. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Heute ist ja Samstag dann und oh, Diamant. Oho, da hat sich schon mal gelohnt. Da kann ich mal ganz kurz hier, warte, Sekunde, Licht machen. Das war jetzt so Zufall, ich habe gerade das Eisen abgemacht und auf einmal ist da oben Diamant und den können wir uns gleich mal mitholen. Da liegt er und plopp, plopp, plopp. Ach, genau, Inventar ist voll, na wunderbar. Sekunde und plopp, ja, plopp. So, da habe ich ein Einstecken, ich säge das gerade mal hier oben alles weg, weil ich es haben will. Und das und das und das und hier oben nochmal 2 Diamanten, waren das 4 Diamanten? Ups, ich korrigiere mich, 5 Diamanten. Eingesammelt, plopp. So, die hätten wir dann schon mal und das Eisenwand habe ich auch alles eingesammelt. Und dann kann ich mal weiter nach vorne gehen, hier nochmal Gold einsammeln. Und da habe ich jetzt gerade mal schon fast alles eingesammelt, was man hier so in den Tiefen findet, außer Lapis. Ja, ich sag's mit Absicht, Lapis. Keine Ahnung warum, ich nenne es einfach so. Ich sag nicht Lapis Lazuli, sondern ich sag einfach Lapis. Lapis, Französisch, nein. Ja, hat sich wohl irgendwie so bei mir eingebürgert, deshalb, ja. Lapis, 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 Lapis. So, wie gesagt, das hätten wir eigentlich schon so alles eingesammelt, was hier zu finden wäre, außer das eben genannte, ihr wisst schon. Und dann, ja, würde ich sagen, mal ganz kurz noch alles abholen und dann mal kurz nach oben gehen, die Aufnahme stoppen. Vielleicht ist ja schon das Videomaterial genügend für... Mal gucken, das schmeißen wir hier raus, hier, da, 16 Cobblestones. Vielleicht ist ja schon das Videomaterial genügend, bis das Update rauskommt. Ja, heute kommt ein Tutorial, heute Samstag, wie gesagt, da habe ich gerade schon gedreht, eben gerade war ich beim Tutorial drehst und habe da mal überlegt, da könnte ich doch gleich schon wieder weitermachen mit LPs, dieses LP müsste jetzt am Sonntag rauskommen, beziehungsweise das vorherige, falls das nicht schon die nächste Folge ist, dann ist das nämlich jetzt schon Montag, man weiß ja nie, wie das Ganze so läuft immer, ja, dann geht's mal nach oben, da oben ist noch dunkel, so wie es aussieht, oder ist es einfach nur so weit weg, dass ich es nicht sehe, nee, ich glaube, es ist dunkel. Gut, dann werde ich nochmal kurz gucken, wenn das noch nicht ganz reicht, dann gucke ich mal mit einem neuen Gesprächsthema, da kann man nicht gewasseln ohne Ende eigentlich. Und ja, ich könnte mal ganz kurz dann das ansprechen, wegen Ziehen von MP3s und so von YouTube, dass es legal ist und so. Ja, es ist legal, warum, das erkläre ich dann wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme, falls ihr es nicht schon wisst. Ihr könnt euch alles ziehen von YouTube, was ihr wollt und es ist legal. Und
Es ist zwar dunkel, ja, ich weiß, aber. Oh Schreck, ich habe gesagt, ich war in der Let's Show Welt, habe Tutorials gemacht und es ist alles auf Peaceful. Deshalb stelle ich es jetzt auf Easy, bevor ich rausgehe. Die Sounds sind nur auf 57, machen wir kurz wieder auf 60. Nein, 60 oder 65? Immer mal 65. So, 65. Und kurz Options, Video-Setting, habe ich hier alles klar. Render Distance Far. Jo, ich glaube, ich hatte nichts geändert. So, dann, ja, back to game. Und nach oben und draußen und Mobs, Mobs, Mobs. Da hinten ist eine Spinne. Genau, hier sollte jetzt eigentlich gar nicht spawnen, gleich schon hier oben. Da Mobs ja nur in einer Entfernung von 25 Feldern spawnen. Das heißt nicht näher dran und auch nicht weiter weg als 75 Felder. Also praktisch in einem 144 mal 144 Radius um sich herum. Ich müsste vielleicht mal so, wusstest du schon, Sätze immer mal einlegen. Ich überlege gerade, wie ich hier rumkomme. Da sind zwei Skelette. Tüdelüdelüt, ich laufe. Nein, du kriegst mich nicht. Ich laufe jetzt gerade im Kreis und du schießt und du schießt und du triffst mich nicht. Weh, du triffst mich. Böses Skelett. Ja, genau. Da kommt ein Zombie. Ach, der ist auch ein Zombie. Ah, ich kann ein Schwert rausholen. Schwert hole ich mal raus. Und ich düse jetzt mal durch die Tür durch. Im Laufen eine Tür aufgemacht und gleich wieder zugemacht. So. Und dann bin ich wieder im heimischen Garten, der eigentlich relativ sicher ist oder sicher sein sollte. Nachdem wir dann die Hecke ergänzt haben und so weiter, weil, weiß nicht, erinnert ihr euch noch dran, als hier der Creeper rein ist, ich gerade hier so mit dem Hund geredet habe und versucht habe, den fetten Hintern hier durch die Tür zu schieben. Auf einmal hat es einen Knall getan und dann stand hier ein Creeper hinter mir. Oder stand, ja, stand ist wohl eher ein schlechtes Wort. Er hat irgendwie Platzangst im wahrsten Sinne des Wortes und ist dann irgendwie um die Ohren geflogen. Und ha! Hier ist ein Zombie, der seine Pfoten durch die Türen durchstreckt. Kann man das sehen? Wow! Spinnen können ja da hochklettern. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das läuft nicht. Spinnen können außenrum hochklettern. Ach, verdammte Spinnen. Da ist ein Zombie. Kann ich den töten von innen? Ach nee, jetzt habe ich die Tür aufgemacht. Schade. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt die Hand schlagen vom Zombie und dass der Zombie dadurch Schaden bekommt. Ja, war wohl nicht so. Gut, ich ziehe mich gerade mal hier rein, da rein. Ja, und irgendwie scheint was mit dem Texturenpack nicht zu stimmen, aus welchem Grund auch immer. Es sollte doch eigentlich alles in Ordnung sein. Es ging doch aus letztem Mal. Ich habe es nicht geändert, ist genau das Gleiche. Ich habe einfach nur heute gestartet und dann ging es auf einmal nicht mehr so. Ja, woran das jetzt so lag, ist jetzt gerade mal irgendwie seltsam. Ja, ich brauche gar nicht mehr ins Bett zu gehen, ich kann gleich hier stehen bleiben. Wunderbar, ach ja, hier unten die Boote, mich hat mal einer gefragt, wo nur so viele Boote stehen, ganz einfach, damit es so aussieht, als hätte ich Freunde, nee, ganz einfach, damit es aussieht, als ob hier einigermaßen ein Hafen zu erkennen ist, dass hier viele Boote sind, morgens die Fischer, die rausfahren, und einen anderen Grund hat das eigentlich gar nicht, einfach, ist einfach nur zu Deko, die das jetzt da, was das jetzt da gerade sein sollte. Und ja, da oben das. Irgendwie sieht jetzt so aus, als wenn das hier. Was ist das eigentlich für eine Textur hier? Das ist doch von Cleanstones, kann das sein? Nee, Quatsch. Einfach nur das Grün ist auf einmal grau. Die Textur ist eigentlich noch gleich. Also das Muster ist eigentlich gleich. Nur da einfach die Farbe ist nicht mehr grün, sondern. Ja. Was soll's, aus welchem Grund auch immer. Ich weiß gar nicht. Ich habe nichts gemacht, gar nichts. Auf einmal so, blub. Vielleicht wisst ihr es ja. Ich habe nichts gemacht. So, dann. Die, hier, die Bricks, die gefallen mir eigentlich so ganz gut, wie sie sind von Backstein. Das geht ja. Wie gesagt, ich habe ja das Texturenpack Hannibals Favo genommen, nur mit der Sandsteintextur, die ich dann ersetzt hatte. So sieht das dann schon ein bisschen besser aus, finde ich. Und ja, dann, ich wollte eine Aufnahmestöppchen machen, aus dem Grund, wie gesagt, vielleicht ist ja schon draußen, vielleicht reicht das Videomaterial, vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich jetzt wieder 10 Minuten drum rumgequatscht, ohne irgendwas zu tun. Was wahrscheinlich so sein wird. Naja, was soll's. Ich mache nochmal ganz kurz hier einen Aufnahmestopp. In der Hoffnung, wir sehen uns jetzt gleich bei Update 1.8. Ich hoffe es. Bitte, 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 bitte jetzt 1.8.